Jo, servus Leute, bevor das Frage-Antwort-Video beginnt, ich will euch nur informieren, dass ich die Snapchat-Fragen rausgelassen habe, da ich ja schon eine Folge Benny Snaps gemacht habe und ich werde es wahrscheinlich als kleine Folge auf meinem Kanal machen und da habe ich mir gedacht, da lasse ich jetzt die Snapchat-Fragen raus und mache bald neues. Nur Snapchat-Fragen. Und ja. Also, ich werde immer zweimal Frage-Antwort-Videos machen. Einmal über Facebook, Instagram und YouTube-Fragen. Und Snapchat-Fragen mache ich extra Videos. Das heißt dann Benny Snaps, wie ihr schon am ersten lesen könnt. Und ja. Das wollte ich euch nur kurz sagen. Und hätte ich sagen, viel Spaß mit dem Frage-Antwort-Video. Haut rein. Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu meinem Frage-Antwort-Video. Zu meinem dritten Frage-Antwort-Video auf meinem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Und zwar fangen wir an mit den Facebook-Fragen. Da kamen drei Stück rein. Und ja, fangen wir an. Die erste Frage aus Facebook kommt von Burak Ince oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sorry dafür. Und zwar ist die Frage: Bringst du mal deine eigenen T-Shirts raus? Also Merch sozusagen. Wie schon gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich muss immer noch gucken. Wo und wann und was ich mache. Also die Frage braucht ihr mir nicht mehr stellen. Ihr werdet es dann sehen. Ich werde euch informieren, falls ich mal welche mache. Aber ich glaube mal nicht, dass ich welche mache. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall werdet ihr Bescheid bekommen, wenn ich welche mache. Und ja, ihr braucht mir die Frage jetzt nicht mehr stellen. Machen wir weiter mit der zweiten Frage von Facebook und zwar ist die von Alicia Merklein. Wann kommst du mal wieder live? Ich komme wieder live, also die meint ja auf Facebook live. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche mal wieder live kommen, mal gucken. Durch die Arbeit habe ich dann nach der Arbeit nicht so wirklich Bock drauf und so und ja. Wenn ich frei habe, habe ich eigentlich meistens mit den Videos zu tun. Wahrscheinlich werde ich jetzt immer nur Videos drehen, wenn ich frei habe. Also ich denke mal, ich werde nur noch einmal in der Woche ein Video hochbringen. Dann noch die dritte Frage aus Facebook. Die kommt von Samantha Odo. Und zwar, wirst du oft auf der Straße erkannt? Also oft will man es, na, nicht wirklich. Also zur Zeit, also am Anfang wirklich gar nicht. Dann hat es langsam angefangen. Und jetzt ist es vielleicht mal wirklich pro Woche einer. Oder jede zweite Woche einer. Also gestern war ich im Dribbel, also am Mittwoch, da hat mich jemand angesprochen und ja, sonst. Gut, dann gehen wir rüber zu den YouTube-Fragen. Da habe ich 8 Stück herausge... nee, 9 Stück. Und ja, fangen wir an mit der ersten. Und ist die von Ich hab nen Skaff. Hast du schon mal Drogen genommen? Also auch geraucht oder Alkohol getrunken? Grüße gehen raus an Kevin Herbold. Ja, Grüße gehen auch von mir raus an Kevin Herbold. Und ja, ich habe schon mal Alkohol getrunken. Ja, ich habe schon mal geraucht. Und nein, ich habe noch keine Drogen genommen. Außer halt Nikotin und halt Alkohol. Aber so Drogen wie Koks oder was weiß ich, habe ich noch nicht genommen. Auch wenn ich den Point gemacht habe, ich habe keinen Koks genommen.
Und ja. Gut, dann gehen wir rüber zur zweiten Frage. Die zweite Frage ist von Heroin Heiko. Kannst du mal eine Verlosung machen? Ja, sowas habe ich wirklich schon mal geplant, dass ich mal eine Verlosung mache. Und ich habe da wirklich auch schon so eine kleine Idee. Aber das werdet ihr dann erfahren noch. Dann die dritte Frage über YouTube ist von Michael Gummibär. Geiler Name. Hey ho, meine Frage ist, ob du schon mal richtig besoffen warst und wenn ja, wann? Aber bitte Grüße in deinem Video von mir, die Lina Fee und die Ulmi. Ja, an die Lina Fee und Ulmi gehen von mir auch die Grüße raus. Und nein, ich war noch nicht so richtig besoffen. Also, ich war. Wenn ich mal was getrunken habe, habe ich fast gar nichts gespürt. Da habe ich schon mal gerade mal ein, zwei Gläser. Zweimal, da habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass ich ein bisschen besoffen bin. Also, ja, dass ein bisschen die Sicht ein bisschen weniger wurde. Also, es war nicht arg, einfach nur so ein kleines bisschen und so. Das war an den letzten zwei Silvestern. Und ja, sonst trinke ich eigentlich keinen Alkohol, nur an besonderen Anlässen, Geburtstage, Silvester und so weiter halt. Dann die vierte Frage von YouTube, also insgesamt die siebte jetzt schon, ist von Sinan Mai. Welche drei Dinge würdest du auf eine Insel mitnehmen? Die Frage fand ich wirklich richtig geil. Und habe mir gedacht, die muss ich auf jeden Fall dran nehmen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, welche drei Dinge ich da mitnehmen muss. Mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich. Ach, keine Ahnung. Viel essen und trinken würde ich mitnehmen. Mein YouTube-Kanal würde ich mitnehmen. Und keine Ahnung. Was noch? Dann machen wir weiter von. Die nächste Frage ist von Jack Pferdeschwanz. Den habe ich irgendwie jedes Mal in einem Frage-Antwort-Video dabei. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Grüße geht. Und ich soll Mert Karabulut grüßen. Ich wollte schon Mert Matan sagen. Alles klar. Ja, Grüße gehen auch mich raus. Von mir raus an Mert Karabulut. Ja, wo siehst du dich in 10 Jahren? Also in 10 Jahren, ich will auf jeden Fall. In 10 Jahren, ach, keine Ahnung. Also ich hätte schon vor, wenn's gut läuft, weiter im Brothaus zu arbeiten. Also mir gefällt die Arbeit und so weiter. Oder vielleicht sogar in einer höheren Position. Keine Ahnung. Halt. Ein größerer Beruf, sage ich jetzt mal. Also er hat schon guter Beruf, aber vielleicht noch größer. Entweder da oder einfach wieder im Brothaus. Ich hoffe, dass ich nicht absinke irgendwie mit dem Beruf, aber ja. Ich hoffe, dir deine Frage ist soweit beantwortet. Wenn nicht, schreib mir unten in die Kommentare nochmal. Dann die nächste Frage noch ist von Dean. Peggy, keine Ahnung, ob ich jetzt richtig ausspreche, ich weiß es nicht. Ich kenne ihn zwar, aber ich weiß nie, wie man es richtig ausspricht. Und zwar seine Frage ist, das nächste Abo-Treffen hat er nur geschrieben. Wann ist das nächste Abo-Treffen? Ich chill mal, ich habe gerade mal vor 2, 3 Wochen, oder 2, 3 Wochen war es jetzt, habe ich erst eins gemacht. Ja, so schnell mache ich jetzt erstmal keins mehr. Ob ich dieses Jahr noch eins mache, wahrscheinlich nicht. Dieses Jahr wird wahrscheinlich keins kommen. Nächstes Jahr vielleicht, mal gucken. Aber das dieses Jahr glaube ich eher wahrscheinlich nicht. So, dann die nächste Frage ist von Shut Up
1452 oder 1452, keine Ahnung, wie du es gesagt haben willst. Und zwar, was willst du auf YouTube und in deinem Leben erreichen? Also fangen wir erstmal an mit YouTube. Also ich hätte schon vor, die 1000 Abonnenten irgendwann mal zu knacken. Das ist auf jeden Fall mein Ziel und was danach ist, mal gucken. Also ich wäre wirklich schon geil, wenn ich die 1000 Abonnenten schaffe. Ich habe ja jetzt halt ein Viertel davon. Mal gucken, ob ich irgendwann mal schaffe, die 1000 Abonnenten. Die will ich als Ziel erreichen, was danach kommt. Mal gucken. Was ich in meinem Leben erreichen will, auf jeden Fall will ich meine Ausbildung fertig machen. Das ist mein größtes Ziel, dass ich die erfolgreich und auch bis zum Schluss durchziehe und auch in der Berufsschule gut klarkomme und so weiter. Und vielleicht hobbymäßig, dass ich vielleicht da sogar mich immer steigere mit meinen Leistungen und dann vielleicht irgendwann kleinere Turniere mit Preisgeld oder so mal spielen oder zu den Profis mal, also gegen den Profi mal spielen, das wäre wirklich mal geil. Und mein Ziel, aber ob es wirklich ist, sei mal dahingestellt, ist erstmal noch so ein großer Traum, wo man denkt, er wird bestimmt nicht in Erfüllung. Dann die vorletzte Frage ist von Jürgen Hacker. Servus. Ja, danke auf jeden Fall für deine Frage. Nein, Spaß. Ich wollte es irgendwie mal mit reinnehmen. Grüße gehen raus an Jürgen Hacker. Das ist ja mein Patenonkel. Also nicht wirklich ein Verwandter, aber er ist wirklich wie ein Patenonkel und ja. Er wird bestimmt das Video sehen. Grüße gehen raus an dich. Raus an dich. So, dann die letzte Frage über YouTube. Danach machen wir noch Snapchat. Und zwar die ist von No Name. Hast du vor, den Moped-Führerschein zu machen, also Klasse 1A? Nein, ich werde keinen Moped-Führerschein machen, weil ja, ich finde, es ist egal, ob man jetzt den hat, den macht oder Fahrradführerschein. Also bei Fahrrad muss man natürlich strampeln und so. Aber beim Moped musst du dann Sprit und so bezahlen. Also nimmt sich eigentlich nicht. Da mache ich eher jetzt Sport mit dem Fahrrad, als mich als Tank zu bezahlen und so. Und ja, also ich werde keinen Moped-Führerschein machen. Auf jeden Fall habe ich vor, spätestens nach der Ausbildung einen Autoführerschein zu machen. Und ja. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Frage-Antwort-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich habe wirklich, also es wird auf jeden Fall, also es werdet ihr ja dann sehen, es wird auf jeden Fall erst Samstag oder Sonntag kommen sogar, weil es einfach so viel zum Schneiden ist. Dafür habe ich das Frage-Antwort-Video jetzt halt länger gemacht, so 15 Minuten oder so, ich weiß nicht genau. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Frage-Antwort-Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, am gleichen Tag oder einen Tag später wird noch ein kleines Video kommen, wo ich eine kleine Umfrage mache. Aber das werdet ihr dann im Video erfahren. Und ja, dann hätte ich sagen, bis zu dem Video. Und ja, dann wird auch nächste Woche Top 5 YouTuber kommen. Und ja, hätte ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao!